Trotz vieler Termine rund um Weihnachten ließen es sich die Spieler der Wiener Austria nicht nehmen, auf einen Sprung beim Punschstand der Lions in Biedermannsdorf vorbeizukommen. Die Lions haben, glaube ich, ein besonderes Weihnachtsgeschenk für die Biedermannsdorfer, weil zu eurem heutigen Punschstand kommt die FK Austria. Ja, richtig, es kommen zwei Spieler vom FK Austria Wien, nämlich der Richard Windbichler, der Patrick Salomon. Und wir haben es heuer geschafft, dass diese zwei Spieler trotz den ganzen Verpflichtungen, die die Spieler natürlich auch eingehen, zu uns kommen nach Biedermannsdorf. Die werden jetzt in Kürze da sein und dann Punsch ausschenken, Autogramme geben und natürlich auch für Fotos zur Verfügung stehen. Die Austria zu Gast in Biedermannsdorf. Wie kommt ihr hierher? Was verbindet euch mit Biedermannsdorf? Ja, ich glaube, wir von Austria Wien haben Wir stehen es gut einfach mit allen Fans und die sind in jeder Ortschaft daheim, gebühren Austrianer und da wollen wir natürlich einen guten Kontakt pflegen. Das heißt Autogrammstunde oder was passiert heute? Ja, wir werden ein paar Autogramme schreiben, haben natürlich auch ein paar Karten mit und ja, werden wir vielleicht auch den einen oder anderen Glühwein ausschenken. Das heißt, ihr habt eine sicher stressige Zeit jetzt, nämlich nicht nur, dass ihr Training, natürlich normales Training habt, habt ihr trotzdem noch Zeit auf Adventmärkte oder eben auch karitativ unterwegs zu sein. Ist das so wirklich das Jahresprogramm der Fußballer, dass sie das eben auch tun, wenn die Weihnachtszeit kommt? Ja, ich glaube, das bringt der Job mit sich, dass man für solche Sachen Zeit hat und sich Zeit nimmt. Und wir waren auch im St. Anna Kinderspital und wenn man Kinder helfen kann und in der Jahreszeit ist es für uns auch was Schönes und da unterstützt man natürlich jeden gern, um ein Lächeln ins Kindergesicht zu zaubern. Wenn jetzt die Kinder so kommen zu euch um Autogrammkarten, was sind denn da so die klassischen Fragen? Was wollen die eigentlich wissen von euch? Oder sind sie so schüchtern, dass sie sich gar nicht trauen, irgendwas zu fragen? Ja. Ja, es ist unterschiedlich. Also ein paar sind sehr offen, die wollen natürlich gleich alles wissen. Und dann gibt es wieder natürlich ein paar, die sind sehr schüchtern, da müssen oft die Eltern auch vorgehen und um ein Autogramm halt bitten. Aber ja, wir sind eh ganz, ganz freundliche Leute, also da muss sich keiner fürchten vor uns. Wie schaut das Weihnachtsfest bei euch zu Hause aus? Ja, ganz traditionell, nichts Aufregendes mit der Familie. Am 24. ganz ruhig. Der engen Familie am 25. dann kommen alle Verwandtschaftsteile zusammen. Und ja, bei uns läuft das ganz klassisch ab. Klassisch heißt jetzt der Karpfen ist am Tisch? Ah, ist unterschiedlich. Also meistens am 24. zum Mittag ein bisschen leichter ein Fisch und am Abend ja, vielleicht ein bisschen deftiger. Ist aber jedes Jahr unterschiedlich. Habt ihr jetzt auch ein bisschen vom Training Pause oder geht es jetzt durch? Nein, jetzt haben wir noch zwei Tage, am Samstag das letzte Match. Dann, glaube ich, kommt der wohlverdiente Urlaub. Es war ein sehr anstrengendes Jahr für uns, sehr kräftezehrend. Und wir brauchen auch mal ein bisschen Urlaub, um Abstand zu gewinnen vom Fußball und wieder Kräfte tanken.